Ich habe keinen geringeren als Stefan Blatt hier. Er ist der Adelsexperte der deutschen Zeitschrift Bunte und er war jetzt auch beim Prozess und verfolgt den momentan. Jetzt ist kurz eine Pause, denn jetzt wird das psychiatrische Gutachten vorgelesen und das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber Stefan Blatt wird uns jetzt erklären können, was bisher war. Herr Blatt, wie hat es momentan ausgesehen? Was war bis dato? Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist sehr angespannt. Die Verteidiger hatten versucht, die Öffentlichkeit auszuschließen mit dem Verweis, dass es hier eine Schmierkampagne durch den Prozess in den Medien stattfinden würde. Das hat das Gericht abgelehnt. Die Richterin hat nur gesagt, dass das psychiatrische Gutachten, wo es wirklich um die Krankheiten von Hans August geht und um seine psychische Gesundheit, dass das von der Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, aber die restliche Behandlung, dort wird die Öffentlichkeit zugelassen. Er wollte ja auch haben, dass keine Gäste innen drinnen sind, habe ich gehört, weil er eine Krebs-OP hatte und deshalb gefährdet ist, sich mit Covid anzustecken. Was wissen Sie da? Ja, seine Krebserkrankung ist ja öffentlich geworden. Er hat ja selbst ein Foto veröffentlicht, nachdem er diese Behandlung hatte, mit seinen behandelnden Ärzten, hat ihn öffentlich gedankt. Und das hat er heute nochmal angesprochen und hat gesagt, es geht ihm gesundheitlich nicht so gut. Weil die Anzahl, also eigentlich sollten im Gericht sein nur 10 Medienvertreter zugelassen sein, das wurde hier auf 20 erhöht. Und deswegen hat er gebeten, dass er dann auch die Verhandlung verlassen darf. Nach Ende des psychiatrischen Gutachtens wird er wahrscheinlich dann wieder nach Salzburg in seinen neuen Wohnsitz fahren. Also Sie glauben, dass die Verhandlung ohne ihn weitergeht. Was sagt man in Deutschland zu den Taten, mehr oder minder zu seinen Prügelattacken, zu seinen Drohungen etc.? Die Sache ist die, dass man Hans August sehr viel durchgehen lässt, weil er ist der Anführungsstrichen der wilde Prinz. Es gibt einige Sachen, Bezeichnungen, die man in Deutschland nicht mehr über ihn sagen darf, weil das ist gerichtlich verboten worden. Aber er ist so ein bisschen, das ist ja Hans August. Was er aber jetzt macht, er versucht, seine Familie dafür verantwortlich zu machen und auch das Haushälter-Ehepaar dafür verantwortlich zu machen, für seine Ausraster. Also er sagt zwar, er übernimmt die Verantwortung für seine Taten, sagt aber, nein, der Familienstreit hätte ihn da rein, der Streit mit seinem Sohn, der Streit mit dem Haushalt, der Ehepaar hätte ihn da reingetrieben, das zu machen. Und das geht natürlich gar nicht. Also da muss er schon Mannsbild genug sein und zu seiner Verantwortung stehen. Und deswegen, glaube ich, wird seine Beliebtheit nach diesem Prozess in Deutschland nicht mehr so groß sein wie vorher. Weil vorher hat man gesagt, naja, der prügelt halt ein bisschen. Aber jetzt versucht er, seinen Sohn mit Schmutz zu bewerfen und das geht halt nicht. Er hat ja Probleme mit seinem Sohn, er ist ja mit seinem Sohn auch vor Gericht gegangen. Was war da genau? Es geht darum, in Hannover ist ein Verfahren anhängig, dass er das Erbe von seinem Sohn zurückfordert. Er hatte seinem Sohn die deutschen Güter der Familie überschrieben und hatte den Vorsitz über eine Stiftung in Liechtenstein behalten, die Güter der Familie in Österreich verwaltet. Dann hat der Sohn, aber sich der Vater nicht darum gekümmert hat, den Vorsitz der Liechtensteiner Stiftung übernommen. Und so hat Ernst August im Prinzip nur noch ein bisschen Privatvermögen, aber alles Welvenvermögen. Vermögen ist aus seinem Verantwortungsbereich raus. Und er versucht jetzt das deutsche Vermögen der Welfen durch einen gerichtlichen Beschluss, dass er sagt, mein Sohn hat mich schlecht behandelt. Wegen groben Undanks fordert er jetzt sein Erbe zurück. Unter anderem die Marienburg, ein sehr berühmtes Schloss bei Hannover. Danke vielmals. Ja, da hört man es wieder. Ernst August ständig vor Gericht, sowohl mit seinem Sohn vor Gericht, als auch hier in Salzburg, auch hier in Wels, Entschuldigung bitte, wo er eben angeklagt ist wegen Nötigung, gefährlicher Drohung, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Wir hoffen natürlich, dass das Urteil bald kommt. Man schätzt bis 16 Uhr, aber auch das ist nicht sicher, wenn noch weitere Zeugen, die noch nicht geladen wurden, angehört werden müssen.